Im Moment wird erneut wieder darüber diskutiert, sollen die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich werben dürfen? Dann wissen wir von der Anwaltauskunft, dass viele unserer Leser das Thema des Rundfunkbeitrages natürlich sehr interessiert. Erklären Sie doch bitte mal einem RTL2-Fan, einem notorischen, warum er für Kika, Arte und Deutschlandradio Kultur zahlen soll. Vielleicht, weil seine Kinder Kika gucken. Und ganz sicher, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die deutsche Demokratie was leistet, was mit Marktmechanismen einfach nicht in gleicher Weise funktioniert. Deshalb glaube ich schon, dass wir mit unserem Modell, das nicht fragt, wie groß ist unsere Zuschauerschaft, dass wir die an die werbetreibende Industrie vermieten können, sondern die fragt, was sind die Fakten und die Zusammenhänge, die Menschen kennen müssen, um als Wähler entscheiden zu können. Dieses Modell dient allen, auch denen, die nicht zuschauen. Die Neuerung 2013 hat etwa noch mal 1,3, 1,5 Milliarden Euro gebracht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist mit 7 Milliarden gut ausgestattet. Ja. Brauchen wir so viel? Das ist fast ein Staatshaushalt von Weißrussland oder Island. Ja, offenbar braucht man das. Also ich frage mich schon auch, warum Fernsehen immer so wahnsinnig teuer ist. Das ist einfach eine besonders aufwendige Art, Informationen zu verbreiten. Und das ist auch so geblieben. Und wir haben eine unheimlich reiche Landschaft mit den ganzen Rundfunkangeboten, mit den vielen Zusatzangeboten bis hin zu ZDF, Neo, ZDF, Info, Arte, Bayern, Alpha und so weiter. Das ist ein Kulturgut, das wir uns leisten. Dazu gehört, dass wir weltweit Korrespondentenbüros unterhalten und nicht immer erst dann, wenn es brennt, irgendwelche Leute, die so nach dem Motto, ich bin Reporter, was ist hier los, irgendwie einfallen, sondern die Zusammenhänge kennen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Wir haben, glaube ich, 60 öffentliche Hörfunkstationen, wir haben 20 öffentliche Fernsehkanäle. Es gibt immer mal wieder das Vorurteil des Staatsfernsehens. Sehen Sie eine Einflussnahme auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich erinnere nur an Telefonate aus Bayern mit dem ZDF. Ist das besser geworden? Sie erinnern sich an ein Telefonat. Und das ist das Interessante an der Geschichte, dass da so ein Bruhaha gemacht wurde, um einen Anruf, der auch in der Sache nicht erfolgreich war. Ja. Mir hat das gezeigt, dass das System im Prinzip ganz gut informiert. Und ich bin schon an der zentralen Stelle mitverantwortlich für die Sendung, die ich für die wichtigste Nachrichtenmagazinsendung in Deutschland halte. Ich erinnere mich aus den letzten 12 Jahren an keinen einzigen Anruf, der gesagt hat, Herr Kleber, sehen Sie die Sache doch bitte mal so oder gucken Sie doch heute Abend mal dahin. Nichts, was auch nur im Entferntesten daran erinnern würde. Nein, wir sind kein Staatssender. Wir arbeiten in diesem Staat, aber nicht für diesen Staat. Was unterscheidet Ihre Sendung von Sendung im privaten Fernsehen oder Hörfunk? Das Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist, möglichst viel Information in möglichst viele Köpfe zu bringen. Das ist das Ziel. Und wir treffen jeden Tag Entscheidungen, von denen wir wissen, das wird ein Stress auf die Einschaltquote. Das wollen Menschen nicht unbedingt sehen. Der Nahostkonflikt zum Beispiel, wenn nicht gerade ein Krieg ist, was Gott verhüten möge, ist ein Abschaltinstrument. Leute haben das Gefühl, da können wir nicht viel machen. Das wird immer so bleiben und das ist alles hoffnungslos. Und dann schalten sie aus oder um. Und da müssen wir uns, statt zu sagen, dann machen wir es halt nicht mehr, Formen einfallen lassen, die dieses Format wieder nach vorne bringen. Das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe hat ein Privatsender vom Ansatz her nicht unbedingt. Der soll seinem Sender ein seriöses Gesicht geben, um die Wertigkeit des Senders zu steigern und ansonsten, wieder das Grundprinzip, möglichst viele Menschen vor den Bildschirm locken, die dann vermietet werden an Henkel oder an Volkswagen oder wer auch immer Werbung treiben will, um zu sagen, hier sitzen eben nicht 3 Millionen, hier sitzen 3,5 Millionen, also kriegen wir mehr Geld dafür. Gut, die Zuschauer der großen Nachrichtenformate im Öffentlich-Rechtlichen werden ja kurz vorher auch noch mal vermietet. Ja, aber bei uns spielt die Einschaltquote wirklich keine Rolle, vor allen Dingen nicht in diesen Werbeflächen. Ich persönlich, wie alle Journalisten, bin kein großer Freund der Werbung im Öffentlich-Rechtlichen. Es ist aber auch so, dass diese paar Prozent, die Werbung zu unserem Etat beiträgt, wirklich viel möglich macht, speziell auch an journalistischer Arbeit, was ich dann wieder gerne mache. Ja, eine Frage, die unsere Leser bei der Anwaltauskunft immer wieder auf den Nägeln brennt. Also sie wollen zwar alle Fußball gucken und alle freien Zugang haben, aber warum muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk dafür so viel Geld ausgeben? Können das vielleicht nicht sogar die Privaten besser dann organisieren? Ja, aber anders.
Sie spüren durchaus, ob diese Fußballübertragung jetzt von der werbetreibenden Industrie veranstaltet wird, mit dem Ziel, zu den irrsinnigen Kosten, die die Liga kriegt, obendrein noch Gewinn zu erwirtschaften, oder ob da ein Sender ist, dem es wirklich um den Sport geht. Vergleichen Sie mal eine Champions-League-Übertragung bei uns und bei der geschätzten Konkurrenz. Das sieht anders aus. Ich glaube, man kriegt mehr Value for Money. Also, ein Argument. Also kein Elefantenrennen, man treibt die Preise weiter. Konkurrenz treibt in dem Fall die Preise eher hoch als runter.